Doch die mysteriösen Vorfälle in der Datsche sprechen eine andere Sprache und geben dem Team Lenzen zu denken. So, guck dir das mal bitte an. Mach ich. Was ist denn hier schon wieder los? Ja, hallo? Habt ihr nicht den Mann gesehen? Hier ist doch gerade ein Mann durchgelaufen. Hier war kein Mann, ich habe keinen gesehen. Was ist denn mit Ihnen los? Sie gehören in die Klapse. Also jetzt, und wieso filmen Sie mich überhaupt? Das verbitte ich mir, dass Sie mich filmen. Ganz ja? ruhig, eine Frechheit. Ganz ruhig. Ich denke gar nicht dran, dass ich ruhig bin. Nehmen Sie das Handy runter. So. Mal ganz ehrlich, das lässt mich einfach nicht mehr los, ne? Verstehe ich. Das ist auf der einen Seite diese komplett durchgeknallten Nachbarn, die die wildesten Geschichten erzählen. So dann auf der anderen Hand aber Frau Brunner, die halt wirklich mit einem Gewehr durch ihren Garten läuft. Es ist crazy und die Nachbarn sind ja wirklich völlig schräg. Die sind durch. Die sind komplett durch. Ja. Oh, warte mal, das ist Sarah. Ja. Sarah, hörst du mich? Hi, Ingo. Hallo, erzähl. Und zwar, ich habe mal so ein bisschen recherchiert über diese Datschensiedlung. Mhm. Ja, also soll ganz schön angesagt sein, so was ich so mitgekriegt habe. Was heißt und das? Der Quadratmeterpreis, der ist auch so im vierstelligen Bereich ungefähr. Was für eine Kleingartensiedlung? Ja. Hui. Ich habe mich auch gewundert, aber. Okay. Ja, dann habe ich auch mich beim Grundbuchamt nochmal erkundigt. Und zwar gehört das Grundstück nicht nur Renate Brunner, sondern auch noch ihrem Bruder Peter Brunner zu gleichen Anteilen. Okay. Und Renate hat da ein lebenslanges Wohnrecht. Ja, also das ist, was ich bis jetzt so rausgekriegt habe. Das ist schon eine ganze Menge. Warst du richtig fleißig? Ja, siehst du? Na, vielen Dank. Dann melden wir uns später, bitte. Wenn wir was Neues haben, okay? Super, alles klar. Danke dir, ciao. Ciao. Aus seiner 30-jährigen Berufspraxis weiß der Rechtsanwalt, dass Geld immer ein starkes Motiv für kriminelles Handeln ist. Er spürt, dass es auch hier eine Rolle spielen könnte. Das Mediationsgespräch mit der Familie soll Klarheit bringen. Wir möchten ja auch was klären. Die Tür ist offen. Hallo? Guten Tag. Guck mal noch mal hinten in der Ecke, bitte. Hallo? Wer ruft denn da hinten? Bitte. Hallo? Hallo? Hallo, Lenzen? Hallo? Hallo? Herr Lenzen. Was ist los? Oh, meine Oma ist weg. Wie, die Oma ist weg? Ich weiß nicht. Die Mama ist weg. Keine Ahnung. Wo. Oma geht irgendwie nicht ans Telefon. Ich weiß nicht, ich glaube, das ist aus und das ist eigentlich total untypisch für sie. Ja, ich bin eine halbe Stunde vor der Mediation hierher gekommen und es war keiner da. Das Haus war offen, stand Tür offen. Jetzt haben sie schon überall nachgesehen. Ja, wir haben überall auf den Grundstück geguckt. Onkel Peter hebt auch nicht ab. Ist keiner erreichbar. Keine Ahnung, was hier los ist, wo Mama jetzt ist. Entschuldigung. Wer ist sie? Das ist Oma? Das ist Frau Brunner? Ja, hallo, Herr Lenzen, Sie müssen mir helfen. Ich bin hier auf der Straße aufgewacht. Ich weiß gar nicht, wie ich hierher gekommen bin. Sie müssen bitte sofort herkommen. Wo sind Sie denn? Hier ist die Brücke, wo wir immer spazieren gehen. Hier, wo die Autobahn ist. Ich weiß gar nicht, doch, wie ja, ich weiß, wo können Sie bitte ich ganz schnell herkommen? Oma, wir kommen. Ja, okay, alles klar. Ihre Enkelin ist bei mir, die weiß, wo Sie sind. Ja, gut. Doch. Okay, danke ja, bis gleich. Bleiben Sie bitte da, ja? Na, dann los. Komm, auf geht's. Los, zu uns beeilen. Ich hab's doch gesagt, hätte sie nur auf mich gehört. Das Team muss schnell handeln. Die Polizei hat Renate Brunner völlig orientierungslos aufgegriffen. Der einst lebensfrohen Rentnerin droht die Einweisung in eine psychiatrische Klinik. Ich weiß auch nicht, ja, Les. Ja, da sind wir. Sie eigentlich mitnehmen. Wie gut, dass Sie da sind. Alles okay? Ja, die wollen mich mitnehmen. Wieso wollen ja, die diese mitnehmen? Ich weiß auch nicht, wie ich hierher gekommen bin. Ja, ich habe keine Ahnung. Dann ist jetzt die Familie da. Ja, sonst gibt es ja keinen Grund, oder? Ja. Hallo. Sind die Tochter, ja? Tochter. Okay. Was ist denn passiert? Ich weiß es auch nicht. Ich habe da auf der Straße gelegen, da bin ich wach geworden. Ich habe überhaupt keine Ahnung, wie ich da hingekommen bin, ja? Die ganzen Autos kamen, die hätten mich ja fast umgefahren. Ja, und dann war aber die Polizei auch schon so schnell da, ja? Grüß dich. Ich glaube, was macht ihr hier? Ja, ich habe Ihnen ja gesagt, hier stimmt was nicht mit meiner Schwester. Ich bin hier zufällig vorbeigefahren und sie sind hier in dem Aufzug. Völlig frierend. Jetzt habe ich erst mal ein heißes Getränk geholt. Und Sie sagen, Sie sind hier zufällig? Ja, selbstverständlich. Zufällig. Gibt's ja gar nicht. Trinken wir was, dass hier ein bisschen wärmer wird. Jetzt nehmen wir Sie mit zum Arzt, dann lassen wir Sie aber ein bisschen durchchecken, ja?
Okay. Gehen wir zum Arzt. Kommt sie nicht mit der Polizei mit? Nein, das ist abgesprochen. Ja? Wir kümmern uns. Okay, gut. Alles gut. Sie fährt mit uns. Ja? Wieder fahren wir wieder. Ingo Lenzen bringt seine Mandantin auf direktem Weg zu einem ärztlichen Gutachter. Nach der Untersuchung darf Renate in ihre geliebte Datsche zurück. Behutsam erklärt der Anwalt die nächsten Schritte. So, jetzt gucken Sie, dass Sie ein bisschen zur Ruhe kommen. Der Arzt hat meine Firmen-E-Mail-Adresse und der schickt mir das Gutachten gleich zu mir. Ja, und dann rufe ich Sie an und melde mich. Ja, hast du hier schon abgemessen? Na, doch. Okay. Muss man nur schauen, was da ist. Schatz, komm raus. Ja. Diesen Teil reißen wir komplett ab. Hey, was ist denn hier los? Was machen Sie hier? Wir vermessen hier schon mal das Grundstück. Sie vermessen hier gar nichts. Frau Brunner wird hier nicht mehr lange leben. Was heißt, sie wird hier nicht mehr lange leben? Wir haben gestern Abend mit Herrn Brunner telefoniert. Er sagte zu mir, dass die Datsche komplett verkauft wird und ich der Neukäufer sein kann. Ja, und wir dürfen es halt abmessen. Hat er extra gesagt gestern. Frau Brunner ist mental nicht mehr auf der Höhe, das weiß jeder. Ach so, woher weiß das jeder? Also ich weiß es zum Beispiel nicht. Und ich weiß es übrigens auch nicht. Vielleicht werde ich mal gefragt, vielleicht wohne ich hier und Sie vermessen hier einfach das Grundstück? Ja, na, wo gibt's denn sowas? Was heißt hier, wenn er? Ja, na, Frau Brunner, regen Sie sich jetzt nicht auf. Genau. Jetzt hören Sie auf. Sie waren das da auch mit der Kamera, oder? Ja. Ich habe Ihnen das schon mal gesagt, Sie sollen das Grundstück nicht mehr betreten. Also, jetzt gehen Sie und wenn Sie noch mal wiederkommen, ist es Hausfriedensbruch und dann zeigen wir Sie an. Haben wir es verstanden? Gut. Tschüss. Haben Sie, ja? Tschüss. Schönen Tag hier noch. Echt unverschämt. Tschüssi. Ja, tschüssi. Raus! Geier. Ich will euch nicht mehr hier sehen. Alles gut. Oma, einfach sabotieren und alles. Alles gut, Frau Brunner. Bringen Sie Mutter mal ein bisschen zur Ruhe. Machen Sie den Tee. Wir kommen gleich nach. Bruder, okay. Der will mich für verrückt erklären. Unglaublich. Sarah. Sarah? Sind vom Amt. Oh, hast du schon geschickt? Warte. Ja. Oh. Mhm. Das ist allerdings interessant. Ja. Danke. Ja, bitte. Ja, bis später. Ciao. Ja, bis dann. Ciao. Was war das jetzt? Die Blutuntersuchung. Kein uninteressantes Ergebnis. Komm, wir gehen. Kannst du mir bitte das Tablet holen? Im Auto. Ist auch so, gibt's schon Tee? Oh, danke schön. Also, wir haben tatsächlich schon das Gutachten. Ich hab's gerade schon angeschaut und wir kriegen gleich das. Hallo. Sie Hallo. Du nicht so mein Grundstück verkaufen, ja? Ganz ehrlich, du wolltest die Oma einfach nur von der Datsche haben. Was soll das? Was ist denn los mit dir? Was redest du denn? Du weißt ganz genau. Soll ich es Ihnen erklären? Rede, ja? Sie wussten ganz genau, dass Ihre Schwester ein lebenslanges Wohnrecht hier hat. Ja. Sie wissen aber auch, dass diese Grundstückspreise hier gestiegen sind. Hm? Ja, und deshalb haben Sie versucht, Ihrem Nachbarn dieses Grundstück jetzt schon zu verkaufen. Und damit Sie das können und über dieses Wohnrecht hinwegkommen, haben Sie versucht, Ihre Schwester als unmündig erklären zu lassen. Das heißt, sie unter Betreuung stellen zu lassen. Und da sind Sie noch nie mehr davor zurückgeschreckt, eine Körperverletzung zu begehen? Eine Brandstiftung zu begehen? Hier? Hm? Sie erinnern sich? Der Kochtopf? Der geht hoch. Hier entsteht Rauch. Ihre Schwester kippt um. Das ist eine Körperverletzung. Das ist Brandstiftung. Zumindest versucht. Und dann? Eine Vergiftung? Schauen Sie mal hier. Wissen Sie, was das hier ist? Das hier ist das Ergebnis der Blutuntersuchung. Da. Und gucken Sie mal, was da drin ist. Psychopharmaka. Und wissen Sie was? Ich wette mit Ihnen, genau die Psychopharmaka finden wir in Ihrem Altenheim. Die werden nämlich älteren Menschen verschrieben. Und das haben Sie an Ihrer Schwester gegeben. Nebenwirkungen davon sind Ohnmacht und Halluzinationen. Ja, ich bin Hausmeister, ich bin kein Arzt. Ja. Aber meinen wir denn, wie wir da drankommen? Aber wissen Sie was? Wenn ich jetzt zu Ihrem Altenheim gehe und mal nachfrage, ob da ein paar Portionen gefehlt haben in der letzten Zeit, was meinen Sie, was die mir erzählen? Ist ja gut, ist ja gut. Ist ja gut. Aber nun übertreiben Sie mal nicht. Ja, von wegen hier, ich Lebensgefahr, meine Schwester Lebensgefahr gebracht. Straftaten. Ja, Straftaten hin, Straftaten her. Was? Das ganze Theater, was du hier machst. Ich weißt du, was die Datsche wert ist? Du sitzt hier drinnen, du klebst hier praktisch drinnen wie mit festen Du machst hier Theater. Ja, was? Theater. Du machst hier Theater. Dir hat man doch gleich die Datsche gegeben. Ich hab genauso ein Anrecht auf die Datsche. Jetzt hör doch mal auf, Oma anzuschreien. Ja?
Hör mal, ich habe hier lebenslanges Wohnrecht. Punkt. Ja, das ist das Problem daran. Du das nicht zu verkaufen. Ich bin kleiner Hausmeister, ich könnte viel mehr Geld verdienen. Diese Tasche gehört mir auch. Es ist nicht nur ihre. Und ich wollte nicht alles für mich alleine haben. Du hättest auch was von gekriegt. Also, dann sind wir doch einig, oder? Sie geben zu, dass das alles Ihr Ding war, oder? Und ich sage Ihnen eins, wenn Ihre Schwester keine Strafanzeige gegen Sie erstattet, dann haben Sie nochmal richtig Glück gehabt. Sie werden warten müssen. Sie werden warten müssen, bis Ihre Schwester freiwillig hier auszieht. Okay? Haben wir uns da verstanden? Ja, dann bring ihn mal raus. Komm, mein Lieber. Wir wollen dich hier nicht mehr sehen. Ja, brauchst dich hier nicht mehr blicken lassen. Ich will ihn auch nie wieder sehen. Nie wieder, ja? Ich bin froh, dass für meine Mandantin der Fall positiv ausgegangen ist und sie sich wieder mit ihrer Tochter versteht. Meine Mandantin verzichtet darauf, ihren Bruder wegen gefährlicher Körperverletzung und anderer Delikte anzuzeigen. Den Kontakt zu ihm hat sie aber abgebrochen.